7 Uhr, Berlin. Sein Tag beginnt mit einer App. Ich stelle die App ein, sodass ich gleich loslaufen kann. Dann wird meine Position über GPS ermittelt und meine Laufinformationen werden gespeichert. Oliver Magprang kann nicht mehr ohne sein Handy leben. Der 23-Jährige verkauft Apps. Mit diesen Softwareanwendungen kann man sich zum Beispiel in einer großen Stadt zurechtfinden und die nächste Buslinie suchen. Hallo. 9.30 Uhr, die erste Hallo. Kundin für heute. Buchholz. Oliver Magprang, Smart Mobile Software. Wie schön, dass Sie herkommen können, weil hier sind wir gleich im richtigen Ambiente. Ja, super. Die Architektin baut individuelle Möbel. In diesem Lokal ist ihr Showroom. Die Bilder liegen bei uns an dem CMS-System und der Nutzer kann die App runterladen. Aber ich finde, eine Homepage reicht ihr nicht mehr. Sie will eine App, um ihre Möbel auch auf dem Handy oder dem sogenannten Tablet zu präsentieren. Also das, was mich an einer iPad-App reizt, ist, dass man wunderbare Bildqualität hat und durch die gute Technik, ich meine, iPad ist einfach cool, ist man natürlich auch noch ein bisschen im Image erleuchtet, sagen wir mal. Ihre Kunden sind erfolgreich, jung und sie mögen das Besondere. Kann man auch Kategorien machen? Wenn ich irgendwas suche und andere Firmen mir die Antwort über die App geben können und man da nicht vorhanden ist als Unternehmen, ist das tatsächlich auch schädlich. Also man muss da auch offen mit umgehen und sagen, das ist Bestand des Alltagsgeschäfts geworden. 11.30 Uhr. Der Betriebswirt ist nicht der Einzige, dessen Leben von Apps bestimmt ist. Berlin ist die Hauptstadt der Apps. Hier werden die meisten in ganz Europa entwickelt. Feste Arbeitszeiten gibt es in seinem Büro nicht. Das Produkt muss fertig werden. 33 Leute sind es schon. Und wenn es nach dem Chef geht, sollen jede Woche mindestens 5 neue dazukommen. Er berät vor allem Unternehmen im Bereich neue Medien. Der Bedarf nach Apps ist riesig. Ende der 90er Jahre ist die Internetblase geplatzt. Jetzt wird mit der Entwicklung von Applikationen richtig Geld gemacht. Wenn man sich anschaut, dass es halt viele Unternehmen gibt, die bereits mit dem Thema Mobile Geld verdienen, dass da Geschäftsmodelle dahinter sind. Wenn man sich alleine Apple anschaut und die enormen Summen, die inzwischen in der reinen App-Entwicklung, die im hohen dreistelligen Millionenbereich sind, pro Monat damit umgesetzt werden. Wenn man sich das alles anschaut, dann ist das sicherlich viel nachhaltiger, als wir das früher gesehen haben. Die Entwickler brauchen knapp 2 Monate für eine App. Die kostet im Durchschnitt knapp 15.000 Euro. Für eine aufwendigere App muss der Kunde aber auch 100.000 Euro und mehr zahlen. Eine, die sie hier entwickelt haben, findet zum Beispiel Bücher und die Orte, an denen sie spielen, oder den Wohnort von Autoren. Premium-Partner. 14.30 Uhr, der nächste Kunde, eine Filmproduktionsfirma. Gepusht und gebrandet werden. Es wird auf der einen Seite ein bisschen simpler, es kommt da was dazu, diese Partnereinbindung. Oder eine Audiodatei haben und diese Mini-Reihe darunter. Für den Kunden haben sie eine App entwickelt, die Filme zu Sehenswürdigkeiten in Berlin zeigt. Und die Filme soll man später auch kaufen können. Ich glaube schon, dass das im touristischen Bereich werden Apps irgendwie eine Rolle spielen zukünftig. Und wir wollen dabei sein. 16 Uhr, Pause im Innenhof. Ein Tag hier kann schnell 16 Stunden haben. Auch Oliver Magprang würde gerne langsam ausspannen. Doch der nächste Kunde hat sich schon angesagt.